Wir möchten heute Gottes Wort aus Ezekiel 37, unser Jahresleitwort, gemeinsam studieren und unsere Vision erneuern. Der Titel lautet: Ein überaus großes Heer Gottes. Ezekiel Kapitel 37, 1 bis 14. Und den Leitvers 10, den wollen wir einmal gemeinsam lesen. Bitte? Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Lieber himmlischer Vater, hab vielen Dank für diesen ersten Sonntag in diesem neuen Jahr, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um Gottes Wort aus Ezekiel 37 zusammen zu studieren. Danke für deine Allmacht, die sogar tote Gebeine wieder lebendig macht und als ein großes Heer Gottes aufstellt. Danke, dass du unsere geistlichen Augen öffnest, deine Hoffnung und Vision tief aufzunehmen und mit dieser Vision das Wirken Gottes im neuen Jahr vorzubereiten. Gebrauche mich in dieser Stunde als deine Stimme, in Jesu Namen. Amen. Ja. Durch den Masterkurs an diesem Wochenende durften wir Gottes Wort aus dem Hebräerbrief studieren. Gott schenkte uns dadurch geistliche Einsicht, wer Jesus ist, nämlich unser ewiger hoher Priester, der sich selbst als das vollkommene Opfer für uns hingegeben hat und uns die ewige Erlösung erworben hat. Nun dürfen wir mit unseren Augen allezeit auf Jesus schauen und in seinen Fußtapfen nachfolgen. Zu diesem Jahreswechsel wollen wir Ezekiel Kapitel 37 studieren. In diesem Kapitel half Gott dem Propheten Ezekiel, die wegen der babylonischen Gefangenschaft in Hoffnungslosigkeit versunkenen Israeliten, die wie tote Knochen aussahen, mit der Vision Gottes zu sehen, dass sie durch den Geist Gottes wieder lebendig werden und als ein großes Heer Gottes aufgestellt werden. Gott möchte uns helfen, Gottes Hoffnung und Vision für die jungen Menschen in Deutschland, in Europa, in Amerika, in der ganzen Welt zu sehen, dass sie als ein großes Heer Gottes für die Weltmission aufstehen. Lasst uns an das lebengebende Werk Gottes im vergangenen Jahr erinnern und mit Gottes Vision das Wirken Gottes in 2022 vorbereiten. Teil 1. Meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Ezekiel stammte aus einer Priesterfamilie und wurde im Jahr 597 vor Christus bei der ersten Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar gefangen genommen und zusammen mit der Oberschicht Judas nach Babylon verschleppt. In der babylonischen Gefangenschaft berief Gott ihn als einen Propheten, um seinem Volk die Botschaft der Buße zu predigen. Etwa 11 Jahre später erreichte ihn dort die Nachricht von der endgültigen Zerstörung seiner Heimatstadt Jerusalem und der Wegführung der übrigen Einwohner. Israel hatte damit faktisch aufgehört zu existieren und jede Hoffnung auf Rückkehr war zerstört worden. Die Weggeführten versanken in bitterer Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Doch gerade in dieser Lage gab Gott dem Propheten eine neue Botschaft voller Hoffnung und Vision für die Wiederherstellung Israels. Sehen wir uns Vers 1 an. Wir möchten den Vers 1
einmal gemeinsam lesen. Bitte. Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Hesekiel wurde vom Geist des Herrn auf ein weites Feld geführt, welches mit Knochen von toten Menschen übersät war. Es sah aus wie ein Schlachtfeld. Normalerweise möchte man sich auf so einem Feld am liebsten gar nicht bewegen. Doch der Herr führte ihn überall hindurch, damit er sich alles ganz genau ansehen sollte. Lesen wir einmal Vers 2 zusammen. Bitte. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Es war ein Bild des Todes, der völligen Hoffnungslosigkeit. Diese Vision war in erster Linie ein Bild für die Lage der Israeliten, die ihre Heimat verloren hatten und nun in Babylon in der Sklaverei leben mussten. Sie waren völlig hoffnungslos. Sie dachten, dass sie selbst wie verdorrte Gebeine ohne jede Hoffnung und ohne jede Zukunft wären. Babylon schien ihr trauriges Grab zu werden. Wie wir wissen, war die babylonische Gefangenschaft die Folge ihrer Sünde, des Unglaubens und des Ungehorsams gegenüber den Geboten Gottes. Gott hatte sie seit der Wüstenwanderung unzählige Male gewarnt, zurechtgewiesen und zur Buße aufgefordert. Aber als sie auch auf alle Propheten nicht hörten und in ihrem sündigen Leben verharrten, mussten sie schließlich Gottes Strafgericht erfahren. Aber in diesem Kapitel geht es nicht um Ursachenforschung, sondern um die Vision der Wiederherstellung. Lesen wir einmal Vers 3 gemeinsam. Bitte. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr mein Gott, du weißt es. Gott sprach nicht über ihre Schuld. Vielmehr fragte der Herr Hesekiel: Du, Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Gott half Hesekiel, in die Zukunft zu schauen. Gott wollte Hesekiel helfen, Gottes Hoffnung und Vision für diese toten Gebeine zu sehen. Was war Hesekiels Antwort? Herr, mein Gott, du weißt es. Es war der Ausdruck seines Glaubens an den allmächtigen Gott. Gott möchte nicht, dass wir uns endlos mit den Sünden beschäftigen, sondern vielmehr aufblicken und sehen, was Gott tun will, der auch ganz tote Gebeine wieder lebendig macht. Gott hilft uns durch diese Frage, nicht nach hinten zu sehen, sondern nach vorne zu sehen und seine Vision zu ergreifen. Meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Meinst du wohl, dass die jungen Studenten am Campus wieder lebendig werden? Und 12 Bibellehrer an jeder Fakultät aufgestellt werden? Meinst du wohl, dass unsere nächste Generation sogar als globale geistliche Leiter für die Weltmission gebraucht wird? Meinst du wohl, dass deine Kinder wieder ganz lebendig werden und als Bibellehrer und Campushirten gebraucht werden? Gott will, dass wir seine Hoffnung sehen und durch den Glauben antworten. In Deutschland sehen wir, dass das gesamte christliche Umfeld oft wie tote Gebeine geworden ist.
Sogar viele geistliche Leiter sind vom Humanismus und Relativismus überwältigt und haben vor dem Zeitgeist kapituliert. Die Gemeinden haben Gottes Mission ganz aufgegeben. Sie sind wie zahnlose Tiger geworden. Aber Gott fragt uns: Meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Gott möchte, dass wir Glauben an die Macht des Wortes Gottes und an die Macht des Gebetes haben und die große Vision Gottes sehen können. Lasst uns alle traurigen Gedanken ablegen und Gottes Frage ernsthaft hören, dass wir durch den Glauben Gottes Vision ergreifen und sehen, wie er tote Gebeine wieder lebendig macht. Amen. Zweitens, Weissage zu diesen Gebeinen. Höret des Herrn Wort. Lesen wir auch den Vers 4 zusammen. Bitte. Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. Gott befahl Hesekiel, zu den Gebeinen zu weissagen. Weissagen ist eine starke Herausforderung, dass er aus dem Glauben das Wort Gottes reden sollte. Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. Menschlich betrachtet war diese Aufforderung wirklich sinnlos. Tote Gebeine können nicht hören. Aber Gottes Wort besitzt Schöpfungsmacht. Höret des Herrn Wort. Darum dürfen wir durch den Glauben weissagen, dass das Wort Gottes durch seine Macht mächtig wirkt. Ihr niedergeschlagenen Arbeiter, höret des Herrn Wort, Nehemia 2,17, und baut die geistlichen Mauern wieder auf. Ihr verzagten Schüler, höret des Herrn Wort, Markus 11, 22, und fordert durch den Glauben den 1,0-Schnitt heraus. Ihr arbeitslosen Bibellehrer, höret Esra 7, 10, und wachst als hervorragende Bibellehrer für 120 Hoffnungsträger. Amen. Gottes Wort ist nicht irgendein Wort, sondern es ist das Wort des Schöpfers. Gottes Wort besitzt Schöpfungsmacht. Es hat die Schöpfungskraft, die die Menschen lebendig macht. Eine junge Frau war lange Zeit voller Rebellion gewesen, sodass sie nicht für die Schule lernte und auch vom Glaubensleben weglaufen wollte. Ihre Eltern waren verzweifelt. Aber bei der Taufe sprach Gottes Wort, 1. Petrus 4, 13, zu ihrem Herzen. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Sie hörte in diesen Worten Gottes Wort und traf eine Entscheidung, mit Freude mit Jesus zusammen zu leiden. Ihre toten Gebeine rückten wieder zusammen und wurden lebendig, sodass sie nun mit großer Freude Jesus nachfolgt. Sehen wir uns Vers 6 an. Hesekiel sollte ihnen nun alle Details ankündigen, wie die einzelnen Schritte ihres geistlich lebendig Werdens aussehen würden. Lesen wir einmal Vers 6 gemeinsam. Bitte. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Wie reagierte Hesekiel?
Hesekiel weissagte das Wort Gottes genauso, wie Gott es ihm befohlen hatte. Er hatte den einfachen Gehorsam des Glaubens, der nicht berechnet, sondern an die Macht Gottes glaubt. Lesen wir die Verse 7 und 8. Bitte? Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurde mit Haut überzogen, es war aber noch kein Odem in ihnen. Als Hesekiel im Gehorsam des Glaubens weissagte, geschah ein Wunder Gottes. Er beobachtete, wie die Gebeine anfingen, sich zu bewegen. Zuerst vernahm er nur ein Rauschen. Dann sah er, dass sich die Gebeine wieder zusammensetzten, zu richtigen Skeletten. Dann fingen an, Sehnen und Fleisch darauf zu wachsen, und sie wurden mit einer Haut überzogen. Sie sahen wieder wie richtige Menschen aus. Es war das wunderbare Werk der Allmacht Gottes, dass sie durch die Macht des Wortes Gottes wieder zu richtigen Menschen wurden. In diesem Jahr haben wir gesehen, wie siegreich Samuel und Josua durch den Glauben ihr Abitur für die Ehre Gottes abgeschlossen haben. Nun sind ihnen Sehnen und Muskeln gewachsen, als Hirten für die Studenten gebraucht zu werden. Samuel durfte sich für die Vorbereitung verschiedener Vorträge einsetzen und immer mehr an geistlicher Kraft gewinnen. Anstatt wie andere Studienanfänger durch die Weltgeschichte zu reisen oder zu trinken, durfte er sich geistlich und praktisch zurüsten, dass er als einer der geistlichen Leiter für diese Generation aufgestellt werden darf. Josua war in verschiedenen Hinsichten wie ein totes Gebein gewesen. Aber besonders durch die Lebensgemeinschaft im Zentrum bekam er immer mehr geistliche Muskeln, sodass er nicht nur für sein Studium konzentriert lernt, sondern auch als ein Zeuge des Evangeliums am Campus Gottes Werk dienen darf. Sehen wir uns Vers 9 an. Die Gebeine sahen gut aus, aber es fehlte noch etwas. Das war der Odem Gottes. Noch einmal sollte Hesekiel weissagen. Er sollte dem Odem befehlen, die Getöteten anzublasen und sie wieder lebendig zu machen. Das bezieht sich auf das Gebet und das Werk des Heiligen Geistes. Lesen wir die Verse 9 und 10 gemeinsam. Bitte? Und er sprach zu mir, weissage zum Odem, weissage du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr, Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Dieser Abschnitt lehrt die Allmacht und Vollmacht des Heiligen Geistes durch unser Glaubensgebet. Als Hesekiel aus dem Gehorsam des Glaubens weissagte, geschah alles genauso, wie Gott es gesagt hatte. Er erfuhr das übernatürliche Wirken Gottes durch die Kraft des Geistes Gottes, welches tote und verdorrte Gebeine wieder zu lebendigen Menschen verwandelt. Sie wurden sogar zu einem großen Heer Gottes aufgestellt. Gott wirkt durch die Kraft seines Wortes. Sein Wort ist lebendig und kräftig. Es besitzt Schöpfungsmacht, aus dem Nichts etwas Neues hervorzubringen. Es besitzt Schöpfungsmacht, die Menschen zu verändern. Wir sehen zurzeit, wie mächtig Gott
in Olaf durch die Macht seines Wortes gewirkt hat. Es schien früher so, als ob er ewig im Studium feststecken würde und nie eine Entscheidung für Jesus treffen könnte. Aber als der Knecht Gottes durch den Glauben zu ihm weissagte, wirkte Gottes Wort aus Jesaja 6,8 in seinem Herzen und machte ihn lebendig. Auf die Frage Gottes, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Konnte er antworten, hier bin ich, sende mich. Gott stellte ihn als einen Mitarbeiter am Evangelium auf und er durfte sogar als ein Diener des Wortes Gottes und Segen für unsere nächste Generation kostbar gebraucht werden. Als ein Arzt lebt Missionar Petrus sehr beschäftigt. Aber als er das Wort Gottes, Johannes 1,42 und Esra 7,10 annahm, wurde er für Gottes Werk sehr lebendig. Er durfte im Werk Gottes als ein hervorragender Diener des Wortes Gottes gebraucht werden. Gottes Wort wirkte in seinem Leben, dass er von den Verletzungen der Vergangenheit geheilt werden und nach vorne schauen durfte. Durch den Odem Gottes durfte er als ein großes Heer Gottes aufstehen und als ein Fels der Gemeinde wie Petrus kostbar gebraucht werden. Georg Müller war ein Mann wie tote Gebeine gewesen, der seinem Vater viele Sorgen bereitete. Wegen des ausschweifenden Lebens musste er sogar im Gefängnis einsitzen, bis sein Vater ihn freikaufte. Aber als das Wort Gottes, Johannes 3,16, in ihm wirkte, wurde er geistlich lebendig. Sein Leben wurde Stück für Stück verändert, von einem Trinker zu einem Missionar, der schließlich 10.000 Waisenkindern ein Zuhause gab und Gottes Hoffnung in hoffnungslose junge Menschen einpflanzte. Gottes Wort macht unsere nächste Generation, Olaf, Dasom und die jungen Studenten am Campus und auch Deutschland und Europa geistlich lebendig. Darum brauchen wir nicht mehr auf die toten Gebeine zu schauen und hilflos zu bleiben, sondern dürfen mit der Vollmacht des Wortes Gottes fleißig weissagen. So wird nicht nur Deutschland und Europa, sondern auch die ganze Welt geistlich erweckt werden. Wir dürfen auch 120 Missionsstützpunkte für die M-Mission und für die Weltcampus-Mission errichten. Wir sind Kämpfer Gottes, die Gottes Wort gehorchen. Wir sind bereit, viele geistliche Schlachten zu kämpfen und durch viele Siege Gott zu verherrlichen. Drittens, ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Sehen wir uns die Verse 11 bis 14 an. Sie beschreiben die Applikation für die Israeliten. Menschlich gesehen waren sie völlig hoffnungslos. Aber Gott sagte Ezekiel, dass er sie aus ihren Gräbern herausholen und sie wieder in ihre Heimat bringen würde. Lesen wir die Verse 13 und 14 einmal gemeinsam. Bitte? Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Gott wollte sein Volk Israel wiederherstellen und dadurch offenbaren, dass er der Herr, der Souverän und Leiter seiner Heilsgeschichte ist. Für viele geistliche Leiter sieht Europa wie tote Gebeine aus. Das Gott früher als einen Kontinent der königlichen Priesterschaft gebraucht hat. Eine geistliche Wiedererweckung, aber halten sie für unmöglich. Doch durch das Jüngererziehungswerk, durch Zweier-Bibelstudium
Und durch das Gebet der Lebensgemeinschaft haben wir erfahren, wie Gott mächtig gewirkt und entschlossene Jünger Jesu unter den einheimischen Hirten aufgestellt hat. Wir haben erfahren, wie die nächste Generation als ein überaus großes Heer aufgestanden ist. Und wir haben erfahren, dass geistliche Wiedererweckung möglich ist. Beim Weihnachtsgottesdienst durften wir sehen, dass Gott sogar in der Corona-Zeit mächtig wirkt und zahlreiche Hoffnungsträger zum Wort geführt hat. Lasst uns im neuen Jahr 2022 mit der Vision Gottes beten, 10.000 Zweier-Bibelstudium-Teams zu bilden, durch die Deutschland und Europa geistlich erweckt werden kann. Lasst uns im neuen Jahr 2022 mit der Vision Gottes beharrlich beten, die 1700 Universitäten und Hochschulen in Europa zu erschließen und unsere nächste Generation als globale Leiter durch GLEF 2022 zu mobilisieren. Dank sei Gott, der unsere nächste Generation half, Wurzeln im Wort Gottes tief zu schlagen und zu heiligen Stümpfen heranzuwachsen. Dank sei dem Herrn, dass unsere Hoffnungsträger und nächste Generation eifrig sind, dem Werk Gottes online und in person zu dienen und für die Weltmission mitzuwirken. Lasst uns wie Hesekiel das Wort Gottes durch den Gehorsam des Glaubens reden. Lasst uns durch 10.000 Zweier-Bibelstudium-Teams, Frühgebet, durch GLEF, durch Masterkurs und Lebensgemeinschaft das Wort Gottes fleißig weissagen. Lasst uns angefangen von 3 Stützpunkten das Wort Gottes in der muslimischen Welt und auch für die Weltmission weissagen und sehen, wie verdorrte Gebeine mit Gottes Odem lebendig werden. Heute haben wir gelernt, dass Gottes Wort Vollmacht besitzt, sogar tote und verdorrte Gebeine lebendig zu machen und sie als ein großes Heer Gottes aufzustellen. Wir haben schon Gottes Vision für die geistliche Wiedererweckung. Beten wir im neuen Jahr 2022 noch beharrlicher, dass wir Gottes Wort durch den Glauben und mit der Vision Gottes weissagen und sehen, wie die Gebeine der jungen Menschen lebendig werden und sie als großes Heer Gottes für die Weltmission aufstehen. Ich möchte zum Abschluss mit euch beten. Lieber himmlischer Vater, hab vielen Dank, dass wir heute Gottes Vision und Hoffnung sehen durften, dass du sogar tote und verdorrte Gebeine geistlich lebendig machst und sie als ein großes Heer Gottes aufstellst. Danke, dass du uns hilfst, nicht in Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung sitzen zu bleiben, sondern deine Vision zu sehen und dein Wort zu den jungen Menschen durch den Glauben zu weissagen und zu beten, sodass von uns angefangen Deutschland und Europa geistlich wiedererweckt wird und noch einmal als eine Hirtennation für dein Weltmissionswerk gebraucht werden kann. Hilf uns in diesem neuen Jahr mit der Vision Gottes für dein Werk der geistlichen Wiedererweckung in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt gebraucht zu werden. In Jesu Namen. Amen.